Licht Mödling. Die Vorgeschichte. Nach dem Konkurs des LASK sprechen die Funktionäre des VfB Mödling von Wettbewerbsverzerrung und fordern einschneidende Maßnahmen. Wir möchten haben, dass die 3-Punkte-Regel für den VfB Harald Mödling schon jetzt eingeführt wird. Die Sensation. Die Bundesliga geht auf die Forderungen des Tabellenletzten ein. Und ich denke, der Vorstand der Bundesliga wird zu beraten haben, ob man nicht für Spiele des VfB Mödling in der laufenden Meisterschaft einen Vorgriff machen auf die Regelung ab nächster Meisterschaft, dass nämlich ein Sieger 3 Punkte für einen Sieg erhalten soll. Die Konsequenz. Nach einem entsprechenden Beschluss der Bundesliga am kommenden Montag würde Mödling ab der kommenden Runde für einen Sieg 3 Punkte erhalten. Völlig neue Perspektiven für den Abstiegskampf, auch für den unmittelbaren Konkurrenten. Tja, ich habe davon gehört, ich muss Ihnen sagen, ich bin erschüttert und wir werden in dieses Spiel sicher mit einem Protest hineingehen. Den Protest können sich die Linzer ersparen. 1:1 im Abstiegsdrama zu Mödling, erster Frühjahrspunkt für den FC Linz. Der LASK gewinnt nach 8 erfolglosen Jahren wieder gegen Innsbruck. Rapids 5. Sieg in Serie gegen Steyr und Sturm bekleckert gegen Admira Wacker seine weiße Frühjahrsweste. Und morgen um 18 Uhr das violette Gipfeltreffen in Salzburg-Lehn. Und mittlerweile pfeifen es auch die Spatzen von den Dächern. An der Spitze gibt es keine Veränderungen. Doch die Tabelle täuscht. Nur 3 Punkte Differenz zwischen Platz 1 und 6, aber die beiden Austrias sind mit einem respektive 2 Spielen im Verzug. Rapid hat Innsbruck, der LASK Sturm überholt. Und im Keller, sprich auf den letzten 4 Plätzen, nichts Neues. Der Abstand Mödling 7 Punkte und die sind aufholbar. Durch dieses herrliche Kübauer-Tor hat Rapid wie Innsbruck mit 39 die meisten Treffer der Liga erzielt. Und mit dem 1:0 gegen Innsbruck ist Herfried Sabitzer der 5. Zweistellige unter Österreichs Torschützen. Außer Konkurrenz führt allerdings Köln-Legionär Toni Polster nach seinem heutigen Doppelpack mit 14 Toren, vor Sané 13 und Mjelde 12. Und in Mödling wartet man mit Zuversicht auf die Entscheidung der Bundesliga am kommenden Montag. Kann vielleicht Widerstand geben, aber andere Vereine machen Schulden in Millionenhöhe. Wir versuchen das mit mehr Punkten bei Unentschieden oder Sieg auszugleichen. Liga-Chef Hans Reitinger über die Chancen des Mödlinger Antrags. Naja, 50-50. Es gibt sicherlich einige Vorstandsmitglieder, die die Auffassung des VfB Mödling vertreten. Ich persönlich kann mich dieser Auffassung nicht anschließen. Das möchte ich auch gleich dazu sagen. Aber wir sind ja ein kollegiale Organ und der Mehrheitsbeschluss wird gelten. Man wird ja sehen, die Bundesliga präsentiert sich übrigens auf der Consumenta, auf der Messe von Mittwoch bis am Sonntag mit prominenten Gästen aus allen Bundesliga-Clubs. Und wir, Sie sehen es eingeblendet, morgen noch einmal der Hinweis live, Casino Salzburg gegen Austria Memphis, Titel vorentscheidend.